I don't wanna rain, 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 just rain and rain, gonna rain, rain and rain. Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt, ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch, meine Damen und Herren. Denn heute versammeln wir uns zu einer neuen Folge Content of the Day. Bei Content of the Day läuft es so ab, dass man halt sich allen möglichen Content anschaut, der so aktuell ist, um den es hier halt so gerade geht, was halt so gerade so abgeht. Brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu erklären, das selbst erkläre ich. Wir gucken uns ein paar Sachen an. Hier wird auch hart geschossen tatsächlich, deshalb... Wir schauen mal rein, gucken, ob wir das überleben, liebe Freunde. Ich würde sagen, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch erstmal leckere Snacks und was Leckeres zu trinken. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, blenden wir hier einmal drei Leute ein. Und zwar blenden wir in jedem Video drei Leute aus der Community ein, die Bock haben, so ein bisschen zu zeigen, wie es so bei euch aussieht, wenn ihr meine Videos guckt oder was ihr euch für Essen macht. Oder ihr könnt auch Selfies von euch machen und einfach mich markieren, ist ganz wichtig, meinen Instagram-Account, damit ich sehen kann und screenshotten kann und dann halt logischerweise, dass die in den Videos landen. Jeden Tag kommen drei Leute hier rein, also falls ihr Bock habt, könnt ihr das gerne machen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bevor wir loslegen, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Bock habt. Ich weiß, sehr viele kommen hier hin, gucken und gehen wieder und gucken am nächsten Tag und gehen wieder. Aber was ihr vergesst ist, dass es mich tatsächlich sehr supporten würde, wenn ihr ein kostenloses Abo dalasst. Es kostet euch nichts und für mich ist das eine Motivation, weil wir dann langsam auf die 1 Million zusteuern. Also lasst gerne da, würde mich sehr freuen und wir gehen rein ins Video. Let's go. Fangen wir doch direkt einfach mal an mit unseren Reality-TV-Stars, liebe Freunde. Kate und ich sind nicht zusammen. Ich würde mir aber sehr wünschen, dass wir wieder zusammen sind. Ich sage euch ehrlich, ein Neustart, bei dem endlich beide zusammen glücklich sein können. Wartet mal kurz. Spoiler ich gerade. Auf dem Zweitkanal gucken wir gerade Prominent getrennt. Und das ist ja, das hier ist relativ aktuell. Prominent getrennt wurde ja schon länger hergedreht. Ich will jetzt hier nichts spoilern, aber wie, die wünschen sich, dass die wieder zusammenkommen? Das wäre mein größter Wunsch, den ich hätte. Mein größter Wunsch. Kate und ich haben eine Paartherapie angefangen, weil wir beide einfach eine Ehe nicht einfach so wegwerfen möchten und weil wir uns einfach noch lieben. Ich möchte abschließend dazu einfach noch sagen, dass Kate und ich beide, wir haben unsere Zeit gebraucht für uns, um die ganze Situation einfach mal zu realisieren, auch mal in sich selber zu gehen. In sich selber gehen, damit meint er sowas wie reflektieren zum Beispiel. Gutes Dings, reflektieren ist sehr, sehr wichtig. Habe ich selber erst vor kurzem auch gemerkt, dass reflektieren extrem wichtig sein kann. Mit sich selber da klarzukommen. Und wir haben aber jetzt einfach den Mut und die Kraft, diesen Weg auch einer wirklich in Paartherapie zu gehen. Weil wir viel Hoffnung auch da reingehen. Hä? Ich find's krass. Wir es durchziehen wollen. Wir sind an dem Punkt, dass wir wirklich diesen ganzen Mut, den wir haben, zusammennehmen und es einfach machen wollen. Zu 100%. Krass! Was soll ich hierzu sagen, liebe Freunde? Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Die beiden sagen, die machen jetzt eine Paartherapie und wollen das Ding retten. Finde ich richtig cool. Also, biggest Respekt davor auf jeden Fall. Dicken Respekt, liebe Freunde. Die Gerüchteküche um Alex und Vanessa brodelt, ja? Wir bleiben bei Trash-TV. Denn die beiden sind ja jetzt schon länger zusammen und Christina wurde in irgendeine Sache eingemischt. Das ist die Ex-Freundin von Alex, das ist Christina, wie sie damals noch mit Alex glücklich war. Und sie hat in einer Story erwähnt, ja, ach, lasst mich in Ruhe, ihr zwei. Ich habe eh schon gehört aus anderen Quellen, dass ihr gar nicht mehr zusammen seid. Also... Christina hat dann was losgetreten und Social Media ist durchgedreht, ja. Social Media ist kaputt gegangen. Die beiden waren an verschiedenen Orten, längere Zeit, haben sich nicht gegenseitig gepostet und alle sind durchgedreht, ja. Und wir gucken jetzt mal, was unser lieber Alex dazu sagt. Leute, ich bin gerade im Auto auf dem Weg nach Bielefeld zu der Family von Vanessa. Wir werden ihren Dad heute besuchen und morgen die Mom. Und ich habe mich ja bisher gar nicht... Der Anfang war schon Dings. Interessant, ne? Diese, ich bin heute mit Vanessa guckt. Da ist Vanessa und Vanessa guckt so. Ich möchte eigentlich gerade gar nicht gefilmt werden. Warum filmst du mich, du Idiot? So hat die geguckt, ne? Großartig zu den ganzen Ereignissen geäußert. Bewusst, weil ich die richtigen Worte finden wollte und mir bewusst Zeit nehmen wollte, um nachzudenken, was ich wie kommuniziere, damit es auch möglichst richtig verstanden wird. Okay. Ich finde es richtig gut, was Vanessa gestern und wie Vanessa gestern die aktuelle Situation geschildert hat. Okay. Ich habe vor 3-4 Tagen, als ich auf dem Weg zu der Schule war, wo ich den Vortrag gehalten habe,
gesagt, wir wären glücklich und alles ist gut. Das habe ich gesagt, weil wir aktuell so viele Hater und Feinde haben, die uns unsere Beziehung nicht gönnen. Hat er etwa gelogen? Oder wie ist es jetzt? Ich wollte diesen Leuten einfach kein Futter liefern, dass sie wieder anfangen zu spekulieren und uns das Leben noch schwerer machen, als es schon ist. War wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Allerdings war das eher so ein Schutzmechanismus meinerseits. Und deswegen melde ich mich jetzt nochmal mit echten Worten, wie es aktuell läuft. Okay. Dass wir jetzt auseinander sind oder jemals getrennt waren, ist eine Lüge. Das stimmt nach wie vor nicht. Dass es uns natürlich psychisch nicht leicht fällt, nach so einem Hate, der über Monate hinweg geht, der noch teilweise weiterhin von irgendwelchen Leuten, die YouTube-Kanäle betreiben und haben, weiterhin gemacht wird. Warte. Also ich bin doch jetzt fein aus dem Schneider, oder? Ich berichte jetzt nicht so oft über die und vor allem zettle ich ja kein Hate an. Also ich bitte euch. Das ist ja, dann ja, dann, wenn dann mehr die anderen Kanäle mit gemeint. Also ich, jetzt Real Talk, ne? Kurz Spaß beiseite. Ich bin doch jetzt hier kein Miesepeter. Publiziert wird, macht das natürlich ebenso nicht leichter und es dauert natürlich, bis das Ganze abflachen wird, bis die Leute sehen, was sie bisher durchgemacht haben. Ich denke, 98% der Beziehungen hätten diese Hatewelle definitiv nicht überstanden. Wir mussten für unsere... Auch krass, wie kommt er auf diese Zahl? 98% hat er wissenschaftliche Studien durchgeführt. Nee, kurz Spaß beiseite, liebe Freunde. Eine Sache, Real Talk. Man muss sagen, die Situation, der sie ausgesetzt sind, durch diese TV-Sendung, dadurch, dass die im TV, er vor allem, seiner Ex fremdgegangen ist, schon mit ihr zusammengekommen ist. Dadurch hatten sie einfach keine leichte Ausgangsposition für eine öffentliche Beziehung. Wäre das jetzt eine private Beziehung, wäre was ganz anderes. Dieses Öffentliche sorgt aber dafür, dass sich sehr, sehr viele Leute einmischen wollen, die Temptation Island gesehen haben, wie er dort fremdgegangen ist und sich dachten, du Idiot. Aber mich interessiert auf jeden Fall, was jetzt hier noch so passiert mit deiner Neuen. Das interessiert mich. Deshalb, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es überhaupt kein Spaß ist, dieser Beziehungsstart. Und dass es überhaupt auch keinen Spaß macht. Und dass es das mit sehr, sehr vielen Challenges verbunden ist. Weil es einfach sehr, sehr viele, wie soll ich es nett ausdrücken, sehr, sehr viele Menschen ohne Respekt da draußen gibt, die bestimmt echt uncoole Dinge auch teilweise schreiben. Obwohl diese Beziehung einen persönlich nicht trifft, will man sich trotzdem irgendwo einmischen. Und das ist das Phänomen von Social Media. Jeder will und ist irgendwie mit dabei. So, jeder will mit dabei sein und jeder ist irgendwie mit dabei. Und das ist egal, ob deine Beziehung toll läuft, schlecht läuft, ob du dies machst oder jenes machst. Es ist so ein bisschen ein Fakt. Weil die Liebe entstanden ist an einem Ort und zu einem Zeitpunkt, der nicht unpassender sein konnte. Und natürlich haben wir dadurch sehr viele Leute verärgert und haben halt die Negativität der Menschen auf uns gezogen. Wir sind jetzt gerade dabei, dem Ganzen jetzt Widerstand zu leisten, indem wir halt weniger von uns zeigen. Tamam. Das Ganze ist auch dem geschuldet, dass ich halt einen sehr, sehr durchgetakteten Alltag habe, sehr viel unterwegs bin beruflich und dadurch natürlich wir auch ein sehr limitiertes Alltagsleben führen. Und ich möchte mal kurz was einwenden, wenn es euch nichts ausmacht. Dieses Thema mit, das hat er auch schon bei diesem Wiedersehen gesagt, dass er so viel zu tun hat, dass er da mal nicht kurz zu seiner Freundin fahren kann und da kann er auch nicht mal kurz in Berlin sein und so. Und da habe ich mir auch schon so gedacht, aber habe ich nichts gesagt. Ich möchte jetzt mal kurz was dazu sagen. Wenn ein Mann sagt, er hat voll viel zu tun, er muss voll viel arbeiten und hat deshalb gar keine Zeit für seine Freundin oder, ne, also nimmt sich keine Zeit dafür. Ich spreche aus eigener Erfahrung, liebe Freunde. Ich kann es einmal kurz stolz und nett zugeben, dass ich genau in dieser Situation mich schon befand, dass ich so einfach ein bisschen aus meiner Beziehung geflüchtet bin damals. So, dass ich gesagt habe, ey, ich habe viel zu tun und ich habe mich einfach so ein bisschen in meine Arbeit gedingst. Und das ist eine sehr entspannte Ausrede, weil, ja, ich habe viel zu tun, keine Frage, ich kann jeden Tag von 9 Uhr bis 22 Uhr im Büro sitzen, ohne Probleme, gar kein Ding. Und ich kann Videos drehen, ich kann machen dies, ich kann jenes, ich habe immer was zu tun. Trotzdem gibt es dieses Phänomen, das sich nennt Zeitaufteilung und für etwas, wo man sich Zeit nehmen will,
kann man sich Zeit nehmen. Ob du willst oder nicht, es ist, also es ist Quatsch. Wenn bei Alex jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, seine Schwester bekommt ein Kind, so, oder seine Schwester heiratet, spontan, morgen, dann wird er sich morgen auch irgendwie freiräumen können. Wisst ihr, ich meine, es war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn man will, dann kann man sich seinen beruflichen Stress so einteilen, dass man auch mal einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche frei hat oder sich mal Abende frei nehmen kann und so weiter und so fort. Ich weiß, er hat jetzt gerade nicht darüber geredet in Bezug auf Beziehung, aber ich höre das bei ihm immer wieder so ein bisschen als Ausrede und es kann auch sein, dass er super, super busy ist und 10-mal so viel zu tun hat wie jetzt zum Beispiel ich. Um Gottes Willen, da möchte ich ja bloß nichts sagen, aber come on. Dementsprechend auch sehr wenig Content zusammen zeigen können. Wenn wir dann mal in der Lust sind und in der Lage sind, etwas zu zeigen, weil, wie gesagt, durch den ganzen Hate, durch diese psychische Belastung, hat man dann auch gar keine Lust, großartig zu publizieren auf Social Media. Und ja, wir arbeiten daran, das Ganze stabiler zu gestalten, unsere Beziehung, dass wir langfristig, den ganzen Hate jetzt abflachen können und uns mehr auf uns konzentrieren können. Und das Ganze ist ein Prozess, das dauert. Und wie gesagt, es war eine sehr schwierige Zeit für uns. Und ich weiß nicht warum, aber ein Alex schafft es immer so krass, um Sachen drumherum zu reden. Ne? Der hat jetzt 3,5 Minuten geredet, will nochmal eine halbe Minute reden. Nee, ohne mich, ohne mich. Ich weiß nicht warum, aber er schafft sich rauszureden aus einer Sache, wo er sich nicht mal rausreden braucht. Es fühlt sich so an, als würde er sich rausreden wollen. Why? Don't know, no, not good, not really, not matters and so on, you know? Zum Glück, liebe Freunde, ihr habt jetzt gedacht, das Video ist vorbei. Zum Glück, haben wir noch unseren Superstar mit am Start. Laura X-Time. Sie hat sich echauffiert, anscheinend, über mich. Ja, und es wurde uns zugeschickt und das wollen wir uns jetzt mal angucken, weil das sind die Dinge, die wirklich zählen im Leben. Wie geht's, Laura? Wolkennachschub mit Regen, aber Richtung Süden. Was ist sie da? Ähnliches Wetter auch am Mittwoch. Oh nein, da hängt noch was, Laura. Windiges und wechselhaftes Aprilwetter. Laura, du hast schon noch was hängen. Ich kann nicht sagen, was für eine Krankheit als Verdacht bei mir ist. Da hängt noch was. Bitte. Die eine hatte gefragt, welche Krankheit bei mir im Verdacht steht und darauf hat. Nein, das war auch. Wir haben das was gesagt. Nee, wenn es richtig schlimm ist, werde ich sowieso gar nichts sagen. Ist sie eine Pizza mit Gabel? Interessant. Das sind auch Erkenntnisse, die ich einfach vorher noch nicht hatte, Laura. Ich merke immer wieder, ich lerne auch was durch dich irgendwie. Das ist so interessant. Sie, hä? Das ist mir ein Pups, egal ob Sadu jemals weiter über mich berichten wird oder nicht. Wenn der Junge danach glücklich ist, soll er es machen. Unser Freifahrtschein, das war unser grüner, neongrüner Freifahrtschein. Sedo darf berichten über mich, wenn er glücklich ist damit. Und ja, ich bin's. Sieht man's mir nicht an? Ja, ich bin glücklich. Danke der Nachfrage. Oh, die passt jetzt noch richtig gut. Wollten Sie mich jetzt aufhetzen? Mein Gott, mich hat keiner auf. Du bleibst da liegen und wir sind ja meine Pizza. Lass ihn doch. Lass ihn, der ist ja auch nur ein Mensch, ne? Also Gabi ist mir einfach sympathisch, ne? Sie ist einfach sympathisch. Wir haben ja auch Zedotor ganz doll lieb, ne? Ja. Ja, wir haben ihn sehr doll lieb. Wieso denn noch nicht? Sein Leben ist halt zu langweilig, kann man sehen, wie man möchte. Stimmt nicht. Also sieht's aus, als wird mir hier jemals irgendwie eine Langeweile eintreten, oder was? Quatsch. Ich weiß, dass Sedo auf jeden Fall viel Schiss hat von Kumpel von mir. Das ist klar. Ja, wo er mir das erzählt hat, muss ich lachen, ne? Also jetzt, warte, kann ich das bitte nochmal hören? Ich weiß, dass Sedo auf jeden Fall viel Schiss hat von Kumpel von mir. Laura? Kurz Spaß beiseite, wen meinst du? Mit wem ist Laura befreundet? Ich bin gerade am Überlegen.
Bunny vielleicht? Junge, Bunny ist kein Spaß. Vor dem habe ich Schiss, aber sehr, sehr viel Schiss. Wen meint sie? Wen könnte sie meinen, liebe Freunde? Komm, wir brauchen ja nicht. Ich weiß nur, dass du manchmal echt viel Schiss hatte in der Hose. Von dem Kumpel. Mehr sag ich dazu auch nicht. Ja, aber man darf doch heutzutage auch noch Angst haben, oder nicht? Also sorry. Hat keiner von euch Angst im Dunkeln oder Angst vor Spinnen? Und ich habe halt Angst vor Bunny. Junge, das ist voll die... Das magst die Frisur, ne? Ich sehe auch... Die Brille ist auch krass. Die ist komplett durch. Sieht aus wie dieser eine Schuldetektiv. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Fakt ist, dass ich nicht weiß, um wen es geht. Aber ich schätze mal einfach jetzt Bunny, oder? Es geht echt um Bunny. Und das finde ich nicht witzig, wenn man mir hier jetzt halbherzig hier mit Bunny droht und sagt, ich habe Schiss vor einem Freund von ihr. Wahrscheinlich Bunny. Ich weiß nicht, wen sie meint. Laura, kannst du es vielleicht mal leaken in deinen Livestreams? Ich habe Dings jetzt bekommen. Bisschen noch mehr Eier flattern aus dem Nichts. Und ich wollte doch kein Eier flattern haben. Schön, wieder was von Laura zu hören, so regelmäßig. Echt schön irgendwie. Das tut mir gut. Ich merke, dass es meine Seele erwärmt. Real Talk ohne Spaß. Kein Spaß, Spaß beiseite jetzt. Ja, aber das war's auch schon mit dieser Folge Content of the Day. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen schmunzeln, lachen oder wie auch immer. Falls es der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Abonniert gerne den Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen 14 Uhr wieder einschaltet, weil wir sind hier halt jeden Tag aktiv. Und ihr könnt sonst auch auf dem Zweitkanal vorbeischauen. Dort reagieren wir ein bisschen auf Trash-TV. Wisst ihr Bescheid? Bis dahin. Ahoi Brause. Haut rein. Ciao. Got a lot to do. Got a lot to do.